Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Kinderwunsch-Update. Ich begrüße euch heute aus dem Bett, obwohl wir ja schon 11 Uhr haben, also schon fast Mittag. Geht's mir halt heute einfach nicht gut, deswegen verbringe ich die meiste Zeit jetzt im Bett. Gestern war ja der Transfer und das war ein einziges Chaos für mich gewesen. Ich habe mich dann zum Glück wieder beruhigt und gefangen und jetzt im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, es ist ja auch egal, wer schlussendlich dann den Transfer durchgeführt hat. Entweder es passt und es nistet sich ein oder eben nicht. Und ich will mich einfach auch von diesen negativen Gedanken freimachen. Ich meine, ich kann das ja auch niemandem in die Schuhe schieben, wenn es nicht klappt. Ich habe mich halt einfach nur gestern in der Situation sehr, sehr unwohl gefühlt und hatte halt deswegen dann dank der Hormone auch noch zusätzlich einen kleinen Nervenzusammenbruch. Aber das hatte Julian ja schon halbwegs angeschnitten. Ja. Also mir geht es nicht gut. Mir ging es auch gestern schon nicht gut, als wir zum Transfer hin sind. Da hatte ich schon echt Beschwerden und ich musste morgens auch schon eine Ibo nehmen, was mir meine Ärztin aber gesagt hat, dass es in Ordnung ist. Sie sagte Magnesium, Ibuprofen oder Buscopan, glaube ich. Ich hatte mich dann für eine Ibo entschieden, weil ich doch sehr Ziehen im Unterleib hatte. Ich habe es aber auf die Punktion geschoben und dachte, okay, vielleicht, weil das ist ja auch irgendwie eine Art Wunde. Und es waren ja erst 2 Tage um oder 2 Nächte um, sagen wir es so, dass es halt irgendwie daran liegt. Ich musste dann ja auch gestern nochmal das HCG nachspritzen, eine halbe Ovitrel. Das sind dann 125 Einheiten gewesen. Die andere Hälfte soll ich eigentlich morgen noch nachspritzen als Einnistungshilfe. Aber das steht im Moment so ein bisschen in den Sternen, ob ich das wirklich tun werde. Ich bin auch in Kontakt mit meiner Ärztin gewesen. Ich habe ihr eine E-Mail geschickt, auch wenn sie nicht da war, hat sie mir natürlich geantwortet, weil sie da immer sehr gut erreichbar ist. Und da bin ich auch wirklich, wirklich dankbar für. Gerade in so Situationen, wo man einfach sehr verunsichert ist und sich nicht wohlfühlt und ja auch ängstlich ist in einer Form. Ja, finde ich das halt super, wenn man da nicht erst das Wochenende abwarten muss und gar nicht weiß, was man jetzt zu tun hat, sondern dass man da halt irgendwie gleich eine Info bekommt, zumindest innerhalb von ein paar Stunden, sage ich jetzt mal. Jetzt verbringe ich halt den halben Tag im Bett. Ich versuche schon zwischendurch aufzustehen, weil ich halt auch einfach sage, ich habe keine Lust auf eine Thrombose. Und ich habe aber auf der anderen Seite jetzt auch keine Thrombosespritzen verschrieben bekommen. Heißt, dass, ja, dass ich selbst dafür sorgen muss, dass es im besten Fall irgendwie nicht zu einer Thrombose kommt, soweit ich das beeinflussen kann. Ich trinke halt sehr, sehr viel, muss aber dadurch natürlich auch sehr, sehr viel auf die Toilette, weil ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr wenig trinkt. Ich trinke eigentlich immer nur so circa mal einen Liter vielleicht, wenn es hochkommt. Aber die meisten Tage dann doch eher deutlich weniger. Mega ungesund. Ich weiß, müsst ihr mir nicht sagen. Ich bin da total bei euch. Ich weiß, dass es nicht gut ist. Und jetzt zwinge ich mich halt wirklich. Ich habe mir jetzt hier auch schon so ein ekliges Eiweißshake gemacht. Das Problem ist nur, dass da voll die Stückchen drin sind, weil mein Eiweißshaker ist gerade in der Spülmaschine. Schmeckt schon echt widerlich. Also ich glaube, ich muss mir da gleich nochmal einen neuen machen. Dann muss ich den Shaker halt mal gerade mit der Hand spülen. Jetzt habe ich den Faden total verloren. Was ich aber am Ende sagen möchte, ist, dass ich halt versuche, sehr viel zu trinken. Dass ich aber auch dann so im Schnitt ungefähr 4-mal in der Stunde auf Toilette muss. Das heißt, ich kann auch nirgendwo hingehen. Fühle mich aber auch ehrlich gesagt nicht danach, um großartig irgendwo hinzugehen. Also mir geht es eigentlich am besten, wenn ich mich ruhig halte und ja jetzt keine großen Sprünge mache. Ich habe jetzt auch heute bis auf einen Waffelteig, habe ich heute auch noch gar nichts wirklich hier großartig gemacht, Haushalt oder so. Und den Waffelteig, der ist für den Sportverein, für den Fußballverein von meinem Sohn. Da ist Julian jetzt hingefahren und übernimmt meinen Dienst quasi. Da muss ich halt jeder immer mal einbringen und da diesen Verkaufsstand übernehmen, sage ich jetzt mal, während eines Fußballspiels. Und glücklicherweise hat Julian mir das jetzt abgenommen, weil ich glaube, ich wäre da echt unglücklich geworden, da die ganze Zeit zu stehen in der Kälte und mit den Schmerzen immer wieder und so weiter und tausendmal auf die Toilette zu gehen etc. Also ja, das ist halt so der Stand aktuell hier. Natürlich kann ich noch nichts dazu sagen, ob es geklappt hat oder nicht, weil ich auch natürlich noch nicht teste. Ich werde wahrscheinlich morgen mal anfangen zu testen, allerdings dann halt auch nur, um zu sehen, wann die Ovitrel raus ist. Also ich werde dann so eine kleine Testreihe quasi starten. Aber ich bin ja auch heute erst quasi an PU3. An PU3. Und da ist ja eh noch nichts mit Einnistung oder so. Also da bin ich natürlich auch drauf gefasst, dass wenn die Tests positiv sind, dass es nicht
an einer erfolgreichen Einnistung liegt. Jetzt wisst ihr erstmal wieder Bescheid. Ich melde mich natürlich immer wieder, wenn es was Neues gibt, das wisst ihr. Aber ich muss mich jetzt wirklich erstmal schonen und irgendwie versuchen, um eine schlimmere Überstimulation drumherum zu kommen, weil ich möchte mir wirklich einen Krankenhausaufenthalt ersparen. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Das wäre mehr als ungünstig, halt auch, weil wir jetzt mit dem Umzug eigentlich dran sind und wegen den Kindern und so weiter. Das muss halt dann auch einfach nicht sein. Hallo ihr Lieben, heute ist ein neuer Tag. Ich würde euch gerne sagen, dass ich wieder absolut fit bin, aber das bin ich leider nicht. Ich kann auch noch nicht mal sagen, ob es mir wirklich sehr viel besser geht als gestern. Also ich krieche immer noch ein bisschen durch die Gegend, kann kaum aufrecht gehen und bin noch sehr langsam unterwegs, nach wie vor wie auf rohen Eiern. Eigentlich müsste ich heute Ovitrel nachspritzen, die zweite Hälfte, aber das werde ich nicht tun. Da werde ich auch auf meine Ärztin hören, die gesagt hat, dass ich das lieber nicht machen soll, wenn es mir schlechter geht oder wenn es halt einfach nicht besser wird. Und ja, deswegen, also ich denke, ich werde heute mal mit einer Testreihe starten, damit ich auch sehe, wann das Ovitrel aus dem Urin raus ist. Einfach, weil ich neugierig bin, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, aber alles in allem muss ich mich halt nach wie vor weiter schonen. Heißt, unseren Umzug hier, den muss Julian leider vorerst alleine weitermachen. Hier könnt ihr sehr gut sehen, dass die Ovitrel noch drin ist. Ich bin heute an Transfer plus 2. Ich glaube, so rot war mein Schwangerschaftstest bis jetzt noch nie gewesen. In der letzten Kryo war der nicht so stark, glaube ich. Aber wir wissen ja, dass es nur an der Spritze liegt und dass ich nicht schwanger sein kann. Ich denke, ich werde das jetzt so fortführen, jeden Tag einen machen. Der zweite Strich müsste ja dann eigentlich immer schwächer werden, bis der Test irgendwann schneeweiß ist, um dann hoffentlich irgendwann wieder einen zweiten Strich erscheinen zu lassen. Ich werde mich dann jetzt die nächsten Tage immer mal wieder bei euch melden und euch ein Update geben. Allerdings, im Moment zieht es halt einfach noch ziemlich unten rum. Und die Frage ist halt auch, ob das jetzt in den nächsten Tagen überhaupt weggehen wird. Ich melde mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay,